Hey Leute, wir reden heute hierüber. Das ist der Ratgeber E-Zigarette. Bücher. Die Älteren unter euch werden sich wahrscheinlich noch erinnern, das sind diese viereckigen Klötze, wo lauter so Blätter drin sind und da drauf sind Buchstaben und nee, Quark. Also es geht um ein Sachbuch. Den Ratgeber E-Zigarette von Heino Stöver. Daniela Yamin und Sascha Eisenbeil. Und eben dieser Sascha hat mir vor einiger Zeit schon dieses Buch geschickt, nämlich den Ratgeber E-Zigarette. Erschienen im Fachhochschulverlag, hat 216 Seiten und ist 2018 rausgekommen. Man könnte sagen, es ist der Nachfolger des Buchs Die E-Zigarette von Heino Stöver. Und das hier ist einfach ein bisschen verträglicher geschrieben, wie ich finde. Und wie gesagt, das Buch liegt jetzt schon eine ganze Weile bei mir im Regal. Und Sascha Eisenbeil, also einer der Autoren, hat mich auf der Hall of Fame zur Seite genommen und hat gesagt, du sag mal, ich habe dir dieses Exemplar zugeschickt, du hast noch gar nichts drüber erzählt, was los? Und so richtig begründen konnte ich es auch nicht und dachte, Sascha hat recht. Also wir stehen da jetzt auf dieser Messe, alles ist laut, alles ist bunt, Menschen tanzen an Stangen, es fliegen Produktproben durch die Gegend und so ein bisschen wird an allen Ecken und Enden das vergessen, worum es eigentlich geht. Eigentlich geht es darum, nicht mehr zu rauchen, keine Zigaretten mehr anzufassen, keinen Tabak mehr zu nutzen. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich jetzt 10 Jahre mittlerweile dampfe, habe ich da auch so ein bisschen den Kontakt an die Basis verloren. Und eigentlich möchte ich das nicht. Ich will, dass es genau darum geht, dass Harm Reduction das Thema ist und nicht, was das nächste geile, bunte, teure Gerät kann. Wobei ich auch sagen muss, eigentlich ist es sehr wichtig, dass Dampfen weiterhin ein Spaß bleibt. Denn ich glaube, das hat mit dafür gesorgt, dass Dampfen so populär werden konnte. Reden wir aber auch gleich noch drüber. Aber da ja dann trotzdem gefragt wird, ich dampfe den Drop Solo RDA auf der Vaporesso Luxbox. Und da drin habe ich das Dampfbossi Nummer 3. Sehr lecker Zeug. Spaß machen muss ich ja trotzdem. Lass uns ein bisschen in das Buch reingucken. Was mir aufgefallen ist, ist, dass der Inhalt zu großen Teilen so aufgebaut ist, wie man eigentlich als Nochraucher und Neudampfer an das Thema herangeführt wird. So, die Inhalte nach und nach, wie man sie kennenlernt, sind eigentlich so im Buch hier abgebildet. Mit ein paar Abweichungen, aber ich glaube, das entspricht so ungefähr dem. Und das finde ich gut, weil es auch so ein bisschen der Realität des Otto-Normalverdampfers, der Otto, das ist eine Otto-Normalverdampferin, ist es nicht. Der Nadine-Normalverdampferin entspricht. Und zwar geht's los mit so einem typischen auf der Straße, in der Kneipe, bei der Verwandtschaft Thema zwischen Mythos und Wahrheit. Weniger schädlich ist nicht gesund, aber. Und das Kapitel geht so ein kleines bisschen darauf ein, was an beiden Seiten des Randes so an Fehlinformationen unterwegs ist. Das geht von E-Zigaretten explodieren ja immer, bis hin zu E-Zigaretten sind zu 100% unschädlich. Ein sehr wichtiges Kapitel, was so ein bisschen auf die Halb- und Viertelwahrheiten eingeht, die man als Dampferin, als Dampfer tagtäglich so erlebt. Und danach geht es direkt weiter mit Praxistipps zum Umstieg, wenn man umsteigen möchte. Es geht so ein bisschen darum, welches Sets kann man kaufen, welches Liquid wird man benötigen, wie viel Nikotin braucht man so grob über den Daumen gepeilt. Und was ich finde, was auffällig ist und was auch schön ist, es gibt hier drin keine echten Kaufempfehlungen, sondern es gibt Hilfestellungen, wie man das Gerät finden kann, das man braucht. Es wird hier nichts beim Namen genannt. Es steht nicht irgendwie, kauft das System von der Firma, sondern unternehmt folgende Anstrengung, um das Gerät zu finden, das ihr benötigt. Und wenn man es geschafft hat, sich das erste Set zuzulegen, geht das Buch nochmal drauf ein, wie dampft man richtig und wenn man dabei bleibt, was passiert denn so mit der Zeit mit einem, was ist normal, wo muss man auf seinen Körper hören, wie merke ich, wenn ich zu viel oder zu wenig Nikotin habe, wie verändert sich der Geruchs-, der Geschmackssinn, richtige, gute Praxistipps. Ein Kapitel, das mir sehr gut gefallen hat hier, ist Dampfen in der Öffentlichkeit. Denn ich finde, man kann eigentlich nicht früh genug darauf eingehen, zu sagen, wenn du jetzt eine E-Zigarette hast, wie verhältst du dich mit diesem Ding in der freien Wildbahn so, dass du Leuten damit nicht auf den Senkel gehst?
Was sehr schön auffällt im Aufbau, finde ich, ist, dass es, es gibt hier immer wieder diese grünen Balken. Und das ist immer so ein TLDR, too long didn't read, am Ende eines jeden größeren Absatzes. Ich kann damit quasi nochmal das, was ich in diesem Abschnitt erfahre, in ganz kurz nachlesen, ohne ins Detail einzugehen. Und auch sehr cool, am Ende beim Umstieg sind 10 Tipps, die ich alle genauso unterschreiben würde. Ich will das jetzt nicht zu sehr spoilern, aber Tipp Nummer 1, ich lese den einfach mal vor. Lassen Sie sich im Fachgeschäft beraten, welche E-Zigarette zu Ihnen passt. Nehmen Sie sich dafür genügend Zeit. Genau das und davon dann noch 9. Also dann kommt ein Abschnitt, ganz wichtig, gesundheitliche Aspekte. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen beim Dampfen überhaupt. Was macht Dampfen mit mir? Macht das jetzt Krebs oder nicht? Was passiert, wenn man in der Schwangerschaft dampft? Wie sieht's aus bei verschiedenen Krankheiten, wenn ich dampf? Ist ein guter, wichtiger Abschnitt. Und das sollte ich an der Stelle vielleicht auch noch gerade sagen. Das Buch ist gut lesbar. Das ist normales, verständliches Deutsch. Es ist kein wissenschaftlich hochtrabender Kram drin, den man nicht versteht. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Und auch etwas, was dieses Buch jetzt zum Beispiel davon abhebt, wenn man das Ganze in der Wikipedia nachlesen will. Das ist nicht wissenschaftlich geschrieben, das können alle lesen. Das nächste große Kapitel klingt so ein bisschen nach Schule, Gerätekunde. Alles, was Hardware angeht, also wie sind E-Zigaretten aufgebaut, welche verschiedenen Arten von Coils gibt es, ist sogar ein Abschnitt drin, welche verschiedenen Materialien für Coils gibt es. Sehr, sehr umfangreich und ich habe hier gerade eine Seite, das ist ganz spannend, denn bei diesen grünen Balken ist manchmal ein kleines Ausrufezeichen dabei. Das heißt, lies diesen Abschnitt unbedingt. Und zum Beispiel steht hier bei ungeregelten Akkuträgern, von der Nutzung von ungeregelten Akkuträgern sollte beim Einstieg dringend abgesehen werden. Die Nutzung setzt grundlegendes Wissen über die Funktion voraus und sollte auf keinen Fall ohne genaue Kenntnisse erfolgen. Und das finde ich daran halt so geil, denn das hier alles ist über ungeregelte Akkuträger und tatsächlich das Wichtigste steht eigentlich in diesem Abschnitt. Wenn du keine Ahnung davon hast, lass die Finger weg. Aber trotzdem wird vieles zu Akkusicherheit erklärt, wie man mit diesen Dingern umgeht, wie man richtig lädt, wie man richtig transportiert. Ist alles da. Ein Abschnitt über die Inhaltsstoffe der E-Zigarette, der ist nicht wahnsinnig groß. In der E-Zigarette ist halt nicht viel drin. Und ich behaupte, wir sind jetzt so ungefähr in der Hälfte des Buchs. Wenn man hier ist, hat man es eigentlich geschafft, den Umstieg hinzukriegen. Und jetzt kommen halt Themen rund um die E-Zigarette, zum Beispiel der nächste Abschnitt, das sind Diskussionen und Regulierungen rund um die E-Zigarette, wo nochmal drauf eingegangen wird, was ist die TPD2, was darf verkauft werden, was nicht. Und auch ein großer Abschnitt darüber, wie sieht es in anderen Ländern aus, wenn ich in Urlaub fahre. Und das ist ziemlich ausufernd da drin. Also eigentlich ist die ganze Welt abgedeckt. Wo sind die Länder, in denen ich nicht dampfen darf? Das ist so unterteilt pro Kontinent. Das ist toll gemacht. Außerdem auch der Hinweis, vertraut keinem, der im Internet irgendwas behauptet, fragt lieber bei der Botschaft nach. Das Kapitel Netzwerke und Verbände, die Community, ist eigentlich auch, denke ich, recht komplett. Händlerverbände, Verbraucherverbände, Blogger, Internetforen, YouTuber, ich stehe auch drin. Und wie ich finde, auch ganz wichtig, Online-Stammtische, also an wen kann ich mich direkt wenden, wenn ich eine Frage habe. Ist ja auch mit bei. Und das ist so verrückt, es gibt einen eigenen Abschnitt Filme. Es gibt mittlerweile echt viele Feature-Dokumentationen über das Dampfen. Das sind gar nicht wenig. Das hier ist Stand 2018. Und danach kommt ein Kapitel, das halte ich für sehr wichtig. Das heißt, mein Umstieg, Ex-Raucherinnen und Raucher berichten. Das ist ein Abschnitt von Leuten, die es geschafft haben, von der Zigarette wegzukommen und denen die E-Zigarette dabei geholfen hat. Und ich finde das deswegen so wichtig, weil als ich meinen Umstieg geschafft habe, war es mir irgendwie wichtig mitzukriegen, es gibt Leute da draußen, die haben das auch geschafft und das ist was, das macht Mut. Dass es Menschen gibt, die dadurch eine andere Lebensqualität erfahren haben, für die sich was geändert hat. Und ganz ehrlich, das war der Grund, warum ich damals mit YouTube angefangen habe. Denn mir hat es immer sehr geholfen, die amerikanischen Kanäle zu schauen. Und ich dachte, wenn ich einen deutschen Kanal mache, vielleicht hilft das anderen ja auch. Und genau das schafft das Buch in diesem Abschnitt. Danach kommt noch ein Glossar der wichtigsten Begriffe im Dampfen.
Und ich dachte, ich krieg's ja vielleicht hin, hier drin einen Begriff zu finden, den ich noch nicht kenne. Aber ich kenne sie tatsächlich alles krass. Es ist eine komplett eigene Sprache und die habe ich in den 10 Jahren vollständig verinnerlicht. Ich glaube, es gibt so ein paar Begriffe, die auch mittlerweile echt so ein bisschen aus der Mode sind, wie zum Beispiel die traditionelle Base, falls ihr noch jemand kennt. Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es mal hier unten in die Kommentare. Rundum gelungenes Ding. Ich würde sagen, wenn ihr Raucherinnen, Raucher kennt, die umsteigen wollen und sich damit so ein bisschen schwer tun, ist das eigentlich das, was ihr ihnen schenken solltet. Ich halte das wirklich für ein super Geschenk. Es lässt sich gut drin schmökern. Man hat diese zwei Arten, ein Kapitel zu bewältigen. Entweder man liest die ganzen Details durch oder man sagt einfach nur, ich brauche die Information und dann findet man es in einem kleinen grünen Balken. Das finde ich geil gemacht. Was mir so ein bisschen fehlt, darum geht es natürlich nicht. Aber das Buch hat ja den Untertitel Einsteigen, Umsteigen, Aussteigen. Und tatsächlich hätte mich ein Kapitel darüber interessiert, wie man von der E-Zigarette wieder wegkommt. Darum geht es natürlich in diesem Buch nicht, sondern es geht ja darum, den Switch zu machen von der Tabakzigarette zur E-Zigarette. Vielleicht gibt es ja irgendwann ein Buch, endlich Nichtdampfer. Keine Ahnung. Ich sage danke an Heino, Daniela und an Sascha für den riesen tollen, geilen Stress, den sie sich hier mit diesem Buch gemacht haben. Klar kann ich das verlinken. Amazon ist ja kein Dampfshop. Leider nicht erschienen als E-Book, sondern wirklich nur in dieser Taschenbuchvariante mit Softcover. 22 Euro habe ich gesagt. Ja. Ich danke euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen, fürs Reinschalten. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst vielleicht ein Abo da oder drückt auf die Glocke, da kriegt ihr mit, wann auf diesem Kanal nochmal was Neues passiert. Gebt einen Daumen hoch oder runter, demnach, wie es euch gefallen hat, und schreibt mir doch einfach mal, was ihr von diesem Buch haltet, wenn ihr es vielleicht schon mal in der Hand gehabt habt. Guckt beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann. Ciao.